Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Hier draußen und im letzten Teil haben wir die GX-Saga begonnen und ich habe schon die ersten zwei Duelle geschafft, nämlich gegen den Dr. Crowler und gegen die Alexis Rhodes. Und nun steht uns der Schattenduelland bevor. Und Sie sehen ja, ihr seht ja, ich kann mich immer noch nicht entscheiden. Ich habe ja auch, bevor ich das Projekt hier angefangen habe, privat einige Duelle gespielt, bis zu dem hier, ja. Da waren eigentlich gar nicht viele Duelle gewesen. Gut, die haben da auch viel wieder gestrichen, bis es dann, sage ich mal, zu den plattlastigen Duellen kam. Und der Schattenduelland, der ist, soweit ich weiß, nur vom Dr. Crawler angeheuert. Der soll schwache Duellanten auslesen, ja, dass die halt von der Akademie geworfen werden. Und der ist hart. Der hat nämlich Erzunterwälder in seinem Deck. Und das sind Monsterkarten oder auch andere Karten, die haben viel mit dem Friedhof zu tun. Man schickt die Karten auf den Friedhof, aber durch andere Effekte können sie wieder herkommen. Also man muss wirklich aufpassen, was man da auf den Friedhof schickt und wie und wer und was. Okay, der Schattenduelland, los geht's. Jane und seine Freunde Cyrus und Chumblay wanderten am Schulgelände, als sie auf ein altes, verlassenes Wohnheim stießen, was angeblich spukte. Was des Hauses aufgestanden? Indem es angeblich wahrscheinlich spukte, nicht im Haus selber, nicht das Haus hat gespuckt, sondern im Haus wurde gespuckt, gell? Zu ihrer Überraschung war Alexis auch da. Sie Schärkse, verbrennt sie. Schmeißt sie erstmal ins Wasser, vielleicht schwimmt sie ja. Alexis, was machst du hier? Das ist lustig, ich wollte euch genau dasselbe fragen. Wir hörten von dem Wohnheim und wollten es ansehen. Nun, das ist nicht sehr intelligent. Wir sind nicht dafür bekannt, intelligente Entscheidungen zu treffen. Wisst ihr nicht, dass Kinder hier verschwinden? Ja, Alexis, was machst du hier dann? Weil ich meine, ich glaube, die sind, wie alt sind die? Ich glaube, um die 16 vielleicht, die vielleicht 17, aber daher bist du auch noch ein Kind. Also wenn Kinder verschwinden, ich glaube, die Geister, wenn es hier wirklich Geister geben sollte, würden die hier keinen Unterschied machen, oder? Oh, das ist nur ein Großstadtmythos. Nein, es ist nicht. Glaube mir. Ich weiß es. Warum sonst würde die Akademie diesen Ort komplett verboten machen? Wenn sie dich hier fangen, werden sie dich verbannen, Jaden. Könnte es vielleicht sein, dass die Kinder erst verschwinden, nachdem sie hier geschnappt worden sind und verbannt wurden, weil hier etwas ist, was sie nicht hier finden sollen, so wie der verbotene Korridor bei Hogwarts, wo der Stein der Weisen liegt? Liegt hier vielleicht was anderes, hä? Warum bist du dann hier? Gute Frage. Eines der Kinder, die hier verschwanden, war mein Bruder. Ich muss mich an die Stimme erinnern, okay? Die war mehr weiblich, der Cyrus war mehr die sehr hohe Stimme. Moment. Ich hab was im Hals. Wenn Alexis Bruder wirklich... Ich bringe mich selber zum Lachen, das ist ein guter Start. Wenn Alexis Bruder wirklich verschwunden ist, dann sind die Gerüchte nicht nur Gerüchte. Ich sage, wir gehen zurück, Jane. Ja? Ich sage, wir gehen rein. Was? Ach, warte doch. Ich hoffe, dass Jane weiß, was er tut. Ha, wer bist du? Ich bin der alte Nikolaus, hole hier die Route raus. Als Jane und seine Freundin das Wohnheim gingen, um es zu untersuchen, wurde Alexis von Titan gefangen. Ein berüchtigter Auftrag... Okay, ich habe das total anders in Erinnerung. Was sagt er? Ein berüchtigter Auftragskiller? Ich mag diesen Schüler nicht. Titan, Sie wissen schon. Und lassen Sie es wie einen Unfall aussehen. Bitte, was? Das ist doch kein Auftragskiller. Das ist einfach nur einer der... Oder war das im Original so? Weil ich kenne ja nur die deutsche Version. Manchmal wird ja im englischen oder im japanischen Original ja dann auch sowas wie mit Tod oder Sterben und sowas im Kontext gesehen oder da angesprochen. Aber hier war der wirklich ein Auftragskiller. Klärt mich bitte auf. Also nochmal von vorne. Als Stein und seine Freundin in das Wohnheim gingen, um es zu untersuchen, wurde Alexis von Titan gefangen. Ein berüchtigter Auftragskiller, der von Dr. Qualler angeheuert wurde, um Jane aus der Akademie zu schaffen. Titan hielt Alexis in einem Sarg, um sie als Köder zu benutzen, um Jane zu einem Duell anzustacheln. Ich dachte, Dr. Qualler und der Pegasus, der Maximilian Pegasus, haben sie ja einen gleichen Geschmack. Der hatte ja den Pain gehabt, der auch, sag ich mal, sehr killerhaft rüberkam und hier gibt's den Titan. Gib Alexis rüber oder du wirst es bereuen.
Der einzige Weg, wie ich sie freilasse, ist, wenn du mich in einem Schattenspiel besiegst. Ach. Moment, Spiel. Das Gesicht ist es ganz anders, weil ich sag ja so. Das kann ich ja schon mal verraten. In der Geschichte von Chiek geht es am Ende darum, jemand möchte drei mächtige Karten bekommen. Ja, dafür braucht er Schlüssel und ausgewählte Duellanten, darunter Jane zum Beispiel, hat einen Schlüssel bekommen. Und der Titan war vorher ein normaler, sag ich mal, Auftragskiller in Anführungsstrichen. Und der wurde dann durch diese Maske dann zu einem Schattenduellant. Also hier magische, dunkle Kräfte. Und so sieht er jetzt aus. Also ansonsten hat er hier ziemlich Stress. Also diese Adern, das sieht nicht gesund aus. Ich habe keine Angst, dich zu duellieren. Aber Schattenspiele gibt es nicht. Die anderen glaubten auch nicht an Schattenspiele, aber sie wurden bald davon überzeugt. Siehst du, Wenn du in einem Schattenspiel verlieren... Ich schenke dir zu Weihnachten einen Dun, wie wär's denn damit? Dann kannst du nachschauen, wie hier grammatikalische Regeln richtig funktionieren. Siehst du, wenn du in einem Schattenspiel verlierst, wirst du nicht nur mit deinen Lebenspunkten zahlen, du zahlst mit deiner Seele. Du bist also der hinter all den Verschwundenen. Nun, du wirst uns nicht bekommen. Besonders nicht der Alexis. Wenn du nicht gewinnst, ist sie meins für immer. Genauso wie du es sein wirst. Jetzt hat er wieder sein normales Gesicht und die andere Maske. Was ist denn hier los? Ich bin verwirrt. Bitte helft mir. In Ordnung. Lass uns spielen. Oh je. Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Der Typ, der seine Maske ändert alle paar Minuten und dann hier noch hier Wutadern kriegt. Ich nehme die Faust und push. Aua. Okay. Ganz ehrlich, haben die das nicht überprüft mit den Übersetzungen, ob das dann auch grammatikalisch so stimmt? Fällt mir das einfach nur so besonders auf? Ich habe nur Monsterkarten. Also, was soll ich machen? Erstmal eine Verteidigung aufstellen. Okay, jetzt haben wir hier Sparkman, wir haben Pit. Burst Tinnitrix, Avian und Sparkman. Welche Fusionsmonster habe ich? Gut, ich habe Donnie gegangen und Flammenflügelmann. Nur die, alles klar, die anderen die kommen noch. Die kommen nach und nach. Gut, erstmal Verteidigung aufbauen mit dem Clayman. Das erinnert mich an was, ja? Und ich bin so froh, dass ich darauf gestoßen bin. Ich hatte in meiner Kindheit mal eine Serie gesehen, da gab es jemanden, einer der Charaktere, das war ein großer, pummeliger Mann, der sich in eine lebensabsorbierende Maschine, zweimal, what the hell, der sich in einen Stier verwandeln konnte. Und ich hatte nur im Kopf mit dem Stiermann, also ich wusste nicht, wie die Serie heißt, aber vor kurzer Zeit habe ich es gefunden und die Serie heißt In 80 Träumen um die Welt. Und die ganze Serie ist im Grunde wie ein ganzer Traum. Also der Mann, der sich in einen Stier verwandelt, er hat hier drei Kinder adoptiert und mit einem Schlauchboot, weil ich es eher von einer Goblin-Oma kriegt, glaube ich, kann er hier um die Welt reisen. Er erzählt halt Sachen wie der Captain Blaubeer, was er erlebt hat und die Kinder glauben es nicht und dann muss er es noch beweisen. Also abstruse Sendung, aber ein Teil meiner Kinder. Und ich bin so froh, dass ich die gefunden habe. Gut, was macht die Fallenkarte bitte? Während deiner Standby-Phase erhältst du Life-Points in Höhe der Hälfte der Life-Points, die du während deines letzten Spielzugs gezahlt hast. Moment, also wenn man Lebenspunkte zahlt, ja, egal auch warum auch immer, wegen dem Effekten, bekommt man während deiner nächsten Standby-Phase Höhenhälfte der Lebenspunkte. Okay. Bubbleman, du hast doch einen speziellen Effekt. Falls dies die einzige Karte in deiner Hand ist, kannst du sie als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Wenn diese Karte beschworen wird, du kannst zwei Karten sehen, du darfst keine anderen Karten kontrollieren und keine Karten in deiner Hand haben, um diesen Effekt zu aktivieren und aufzulösen. Was ich da nicht ganz verstehe, also ich verstehe, wenn sie meine einzige Karte in der Hand ist, kann ich sie spezial beschwören. Wenn diese Karte beschworen wird, du kannst zwei Karten ziehen, aber dafür darf ich keine anderen Karten haben, also... Was bringt mir das? Ich habe hier keine Karten, ich ziehe zwei Karten und dann muss ich damit noch das Duell retten. Also wie soll denn das gehen? Gut, dann machen wir mal den Leben Sparkman, der Heimleuchten-Titan. So, hoffen wir nicht, dass es hier sein erster Wettler Turm ist. Der hat nämlich... Aha, nein. Das war die Königin der Erdunterwelt, Erzunterwettler, alles klar. Hund, der weniger Parteien gefunden hat, das ging noch. Wenn er die kontrollieren, muss er Lebenspunkte zahlen, aber... Erzunterwettler, Paar-Labyrinth. Aha. Ja, gucken wir mal, was das hier Schönes kann. Die Spark-Pistole. Schön, dass mein Sparkman schon draußen ist.
Alle Monster von Typ Unterwäldler, die du kontrollierst, erhalten 500 Angriffspunkte. Du kannst ein Erzunterwäldler-Monster auswählen, das du kontrollierst, verbannen ein anderes Monster von Typ Unterwäldler, das du kontrollierst, und falls du dies tust, beschwöre ein Erzunterwäldler-Monster mit demselben Stufe wie das Gewittermonster, das beschwörst du von deiner Hand, deinem Deck oder deinem Friedhof. Du kannst jetzt einen von Erzunterwälder-Paar-Labyrinth nur einmal pro Spiel zu verwenden. Aha, also mehr Angriffspunkte und der kann Erzunterwälder beschwören. Gut, dann mache ich mal einen zweiten Sparkman. Und dann statte ich den einen aus. Und was macht die Sparkpistole nochmal? Einmal mehr Angriffspunkte. Und ein Effekt. Rüste nur Elemental-Sparkman wie diese Karte aus, während der andere nicht mehr Angriffspunkte. Während deiner Main-Phase, du kannst ein offenes Monster wählen, ändere die Kaffenposition des gewählten Ziels, nachdem du diesen Effekt dreimal benutzt hast, zerstöre diese Karte. Ah, stimmt, ich kann ja von offenen Monstern kann ich die Position ändern. Der Läufer der Finsternis, Erzunterwäldler, alles klar. Ich habe Glück, dass er nur schwache Monster einsetzt, so wie es aussieht. Gut, ein paar Lebenspunkte abgezogen. Dein Feld ist leer, du hast ein Labyrinth, aber ich strebe dir einfach so in den Hintern. Geradeaus, Augen aufs Ziel. Turm des Todes, Erzunterwälder. Warum spielst du den nicht in Verteidigung? Der hat doch viel mehr Verteidigung als Angriff. Pa. Selber schuld. Monsterreinkarnation. Wirf eine Karte ab und wähle dann ein Monster in deinem Friedhof. Füge es deiner Hand hinzu. Na, weißt du was? Da beschwöre ich erstmal nichts. Sondern greife ihn schön an. Nee, das bringt. Achso, stimmt, der ist verstärkt. Was mache ich denn da? Weißt du was? Den greife ich trotzdem an. Dann sind halt beide unsere Monster erledigt. Dann kann er das aber nicht zum Beispiel für irgendwas opfern. Ja, haha. Und ich könnte, wenn ich es dann brauche, mit Monster Reinkarnation ein Monster abwerfen, um ein Monster meiner Hand wieder hinzuzufügen, wenn ich es brauche. So, seht ihr, sonst hätte er es wahrscheinlich gekauft. Haha! Verstärkung für die Armee. Füge deine Hand ein Monster von Typ Krieger der Stufe 4 oder niedriger von einem Deck hinzu. Das mache ich schön. Welches Monster nehme ich denn? Nehmen wir. Das sind alles Monster, die ich in diesem Duell einsetzen kann. Okay, dann nehmen wir nochmal einen Clayman. Da, guckst dir's an. Ich betrüge auch nicht. Du vielleicht schon, wer weiß. So. Mal direkter Angriff. Bam! Nicht mehr viel. Ich glaube, diesmal habe ich richtig Glück mit meinen Karten. Beziehungsweise hat der Pech mit seinen Karten, dass der kein Monster hat, was. Oh, Wiedergeburt. Oh je. Die Beschwörte, um sie nur zu opfern, oder was? Ich wusste es! Schädel, Erzunterwäldler der Blitze. Na, dankeschön. Mit 3000 Angriffspunkten. Heide Witzka. So. Moment. Wie viel hat der normal? 2500, schade, sonst hätte ich mit dem Donnergigant-Effekt ihn zerstören können. Moment, was kann der? Während jeder deiner Stamperphasen musst du 500 Lebenspunkte zahlen. Dies ist nicht optional, sonst wird diese Karte zerstört. Wenn ein Karteneffekt deines Gegners aufgelöst wird, die diese Karte als Ziel wählt, wirf einen sechsseitigen Würfel. Annulliere den Effekt, falls du 1, 3 oder 6 gewürfelt hast. Und falls du dies tust, zerstöre die Karte. Ah, ich kann den also nicht anvisieren. Was mache ich denn? Wenn ich jetzt meinen Wolkenkratzer hätte, könnte ich das was tun. Ja, mit Flammenflügelmann, aber in dem Fall bringt mir das nichts. Gut, dann setze ich erstmal auf Verteidigung. Das. Jetzt hat er hier ein starkes Monster. Jetzt muss ich erstmal auf Verteidigung spielen und auf eine gute Karte hoffen, auf die passende Karte. Ja. Opfere deine Lebenspunkte. Schwur des Erzunterwälders. Das hat er jetzt zerstört, alles klar. Komm, gute Karte, komm, Wolkenkratzer. Spiegelkraft, auch gut. Schwur des Erzunterwälders, was machst du? Einmal pro Spielzug. Du kannst 500 Lebenspunkte zahlen und dann einen Kartennamen benennen. Grabe die oberste Karte deines Decks aus und falls es die benannte Karte ist, füge sie an deine Hand hinzu. Lege sie an, anfangs auf den Friedhof. Also, man müsste sein Deck sehr gut kennen, um zu wissen, was als nächstes kommt. Oder durch einen Karteneffekt wurde die Karte oben drauf gelegt. Gut. Oh nein, was habe ich nur? Was kann ich nur tun? Ich lege mal die Karte verdeckt hin. Und ich hoffe, so wie ich das jetzt eingestellt habe im Spiel, kann ich die Karte auch wirklich nutzen. Aktivieren. Vorsichtshalber klicke ich drauf. Komm. Ah, also seht ihr genau. Jetzt hat er Lebenspunkte geopfert und jetzt kriegt ihr die wieder zurück. Jetzt opfert sie wieder. Komm, greif an. Der Gegner hat den Kampf aktiviert. Moment. Ja, doch. Er greift an und nun Spiegelkraft und zurück. Bam! Allerbatsch! So.
Jetzt könnte ich ihn eigentlich besiegen, oder? Weil ich meine, ich habe genug Monster mit genug Angriffspunkten. Dann spiele ich jetzt meinen Elementar-Leivian. Alles Gute von oben. Flippe meinen Clayman. Der kriegt auf die linke Backe. Und der zweite. Ah ne, Bubbleman. Und der gibt ja auf die rechte Backe. Aber gut. Trotzdem genug Angriffspunkte. Bei 800. So. Dann erstmal 1000. Bam. Erstmal hier in die Mauser kommen. Dann hier einmal hier auf die Backe. Psch, genug Lehm. Und dann noch hier. Oh, ist ein bisschen dreckig. Jetzt wirst du hier gebadet in schönen Blasen. Und gewonnen haben wir. Boom, Schakamaka. Nein! Shane konnte Titan besiegen und Alexis aus ihrem Sarg befreien. Guten Morgen, Schlafmütze. Wo bin ich? Was machst du hier? Warte mal, was für ein Danke ist das? Wir sind hier, weil wir den Bösewicht finden mussten, das Duell gewinnen und das Fräulein in Not retten. Oh ja, der fremde Mann schnappte mich. Das ist richtig, wir fanden eine Karte und dies. Ein Bild von meinem Bruder? Das ist die erste Spur von dem, die ich seit langem gesehen habe. Die erste Spur. Der ist vor keine Ahnung welcher Zeit verschwunden und die haben nicht mal irgendwie die Polizei drauf angesetzt? Und die haben auch überhaupt nichts gefunden? Ja gut, wenn es ja mit übernatürlichen Sachen zu tun hat, dann findet man nichts. Aber dennoch, die erste Spur? Ich brachte es, damit du weißt, dass wir dir helfen wollen, ihn zu finden. Schließlich können wir nicht zulassen, dass du in irgendwelche Gräbern eingesperrt wirst, auf der Suche nach ihm. Du hattest dir wirklich Sorgen um mich gemacht, nicht wahr? Nicht falsch verstehen, Alexis. Er sieht dich nur als eine gute Freundin. Also, keine Ahnung, ob der jemals ein Liebesinteresse hatte. Bei Yugi und Thea, okay, da schon. Der nächste Charakter, der Yusei... Heißt der? Yusei Fudo? Fudo heißt er, glaube ich. Yusei? Ich will Yusei sagen. Der war dann auch wieder so nur Augen fürs Spiel, ja? So, neue Karten, schöne Karten sogar, den Erzinselfeld, der Kaiser, der oberste Herrscher des Horrors. Boah, was für ein Titel. Gut, alles für Cyrus, ja. Und der hier, das ist im Grunde wirklich der Kaiber-Verschnitt. Das ist Cyrus Truesdale, das ist der ältere Bruder von Cyrus. Nee, nicht Cyrus. Das ist der von Pokémon, der heißt Zane Truesdale, das ist der ältere Bruder von Cyrus und der Top-Duellant der Akademie. Und so wie der Kaiber halt die blauäugigen Waisendrachen als seine Askan hatte, hatte er den Cyberdrachen, den er auch hier mit fusionieren kann. Alles für Cyrus, für den kleinen Mann. Cyrus dachte, dass er nicht stark genug war, um sich zu duellieren. Und er hinterließ eine Nachricht für Jane, um ihm zu sagen, dass er die Akademie verlässt. Schiebt nach und dem mal auseinander. Und dann passt der Satz. Der Nachricht suchten Jane und Jamily verzweifelt nach Cyrus und seinen Bruder Zane. Zane war nicht überrascht, dass Cyrus aufgab. Also das ist Zane, der Top-Duellant der Schule. Du gibst auf? Nun ja, irgendwie. Es war auch Zeit. Du bist ein großer Bruder. Wie kannst du so etwas sagen? Denk ich mir auch. Weil ich ihn kenne. Ich wette, du glaubst, dass du das tust. Aber weißt du was? Tust du nicht. Und ich werde es jetzt beweisen. Lass uns duellieren. Ein Slifer duellieren? Klar, warum nicht? Immerhin ist es schon eine Weile her, seit ich mich unters Volk gemischt habe. Unters Volk gemischt? War der wirklich so eingebildet? Dann mach dich bereit. Ja, für Cyrus! Für unseren kleinen blauen Pumuckl. Oh. Ach, guck an. Wir müssen, weil im Anime hat ja der Zane auch gewonnen und wir müssen jetzt als Zane Truesdale gewinnen. Alles klar, Spiel als erster. Yo! Ja, sehr schön. Ich glaube, am Ende der ersten Staffel ist es, glaube ich, da hat dann der Zane sein Abschlussduell, weil er die Akademie verlässt. Ui, hier hat er ja schon die ganzen Cyberdrachen. Was macht denn das nochmal? Das sind alles Karten, die ich noch gar nicht kenne. Wenn diese Karte als normal beschworen wird, fügt deine Hand einen Cyber- oder Küber-Zauber Fallenkarte von deinem Deck und so. Falls er geht, dann haben wir es kontrolliert und du kannst mal so kontrollieren. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Also, er kann sie als... Moment, falls dein Gegner ein Monster kontrolliert und du keine Monster kontrollierst, du kannst... Achso,
Wenn ich kontrolliere, aber er nicht. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Beschwöre ein Cyberdrachenmonster als Beseitigung von deinem Deck. Du kannst nur ein Effekt von Cyberdrachenmonster pro Spielzug verwenden und in dem Spielzug nur einmal der Name dieser Karte für Cyberdrachenmonster auf dem Spiel von deinem Friedhof liegt. Das ist ja voll, Alter. Echt, da muss man ja seine Karten auswendig kennen, ansonsten muss man sich immer durchlesen. Was macht denn die bitte? Falls sich Cyberdrachen in deinem Friedhof befindet, du kannst einen dieser Effekte aktivieren. Falls du bei der Aktivierung drei oder mehr Cyberdrachen in deinem Friedhof hast, Mathematik, mein größter Feind, kannst du die beiden Effekte aktivieren und nacheinander auflösen. Du kannst nur eine Cyber-Reparaturwerkstatt pro Spielzug aktivieren. Erster Effekt, füge deine Hand ein Lichtmonster von Typ Maschine von deinem Deck hinzu, wie Cyberdrache. Wähle ein Lichtmonster von Typ Maschine in deinem Friedhof und mische das gewählte Ziel in dein Deck. Aha, also wenn sich Cyberdrache in meinem Friedhof befindet. Und zählt er als Cyberdrache, wenn er im Friedhof ist? Oder im Friedhof liegt? Hey, das ist ja passend. Und Proto-Cyberdrache. Der Name dieser Karte wird zu Cyberdrache, solange sie auf dem Spielfeld liegt. Jo. Cyberlarve. Alter, ich muss mir wirklich erstmal alles durchlesen. Falls diese Karte offen als Ziel für deinen Angriff gewählt wird, du erhältst für den Rest des Spielzugs keinen Kampfschaden. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört und friedet, du kannst eine Cyberlarve als Spezialität von deinem Deck beschwören. Oh, das ist gut. Und Cyberphönix, die kenne ich noch. Solange diese Karte in Angriffsposition befindet, annulliere alle Zauberfalleneffekte, die genau ein Monster von Typ Maschine, das du kontrollierst, und keine anderen Karten als Ziel wählen. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, du kannst eine Karte ziehen. Okay, was machen wir denn da? Dann beschwöre ich den jetzt mal und kann eine Zauber- oder Fallenkarte von meinem Deck nehmen, richtig? Okay, das ist hier nur die Werkstatt, die ich habe. Gut. Also mein Ziel ist es wahrscheinlich, die Cyberdrachen zu beschwören, damit ich hier meinen Cyber-Enddrachen fusionieren kann. Das ist ja mein stärkstes Monster. Und der war hier auf seine Elementalien aufpassen. Fusionsweise, oh je. Polymerisation und was noch für ein... Also nur die Zauberkarte kann er beschwören. Clayman, hi! Doppelt so viel Angriffspunkte. Hau weg die Kacke. Gut, jetzt liegt es im Friedhof. Du hast eine Karte gezogen. Effekt der Karte aktivieren. Jo. Aktiviere ich meine mystischen Raumtyphon? Zerstöre die Karte. Jetzt kann ich die sicher nicht mehr nutzen. Elabash, was war es gewesen? Wieso liegst du Wiedergeburt verdeckt hin? Wenn du sie auf der Hand hast, habe ich wahrscheinlich nichts, um sie dir auch abzunehmen. Aber wenn sie auf dem Feld ist, kann ich sie zerstören. Schaden. 10 Punkte Abzug für Slifer Rat. So. Okay, jetzt aktiviere ich. Moment, also ich kann das aktivieren, wenn ich einen Cyberdrachen im Friedhof habe. Falls du bei der Aktivierung 3 oder mehr Cyberdrachen in deinem Friedhof hast, kann ich den Effekt aktivieren, aber das will ich nicht. Aber du kannst nur. Also ich kann beide aktivieren oder ich aktiviere nur einen Effekt, oder? Füge deine Hand ein Lichtmonster und dem Maschinen von deinem Deck hinzu. Das wäre der Cyberdrache, den ich nehmen könnte. Richtig? Genau. Ich kann nicht beide aktivieren. Das wäre nur, wenn ich 3 oder mehr hätte. Füge deine Hand ein Lichtmonster und deinem Deck. Friedhof und das gewählte. Das will ich. Ich will es vom Deck nehmen. Und ich nehme. Was ist das denn? Cyberdrache Tray. Nee, ich nehme den Cyberdrachen. Dann hätte ich nämlich den Proto-Cyberdrachen, der zählt ja als Cyberdrache, wenn er auf dem Feld ist. Na, oh mein Gott, stimmt ja, den kann ich ja spezial beschwören. Falls dein Gegner ein Monster kontrolliert und du keine Monster kontrollierst, kannst du die Karte spezial beschwören und deine Hand beschwören. Das war ja perfekt, das Spiel. Spiel, das Spiel, so muss es weitergehen. Und jetzt beschwöre ich hier meinen Cyber-Phönix, kann damit im Grunde meinen Cyber-Drachen schützen. Der kann jetzt nicht mehr ausgewählt werden. Und nun greife ich an mit Cyber-Drache. Cyber-Atem-Attack, Frau. Und noch hier der Cyber Phoenix. Bam. Also bei dem ersten Duell gegen Jane hat er diese Karten wie Cyber Phoenix oder Cyber Lava halt nicht gehabt. Die hat er erst zusätzlich bekommen, aber sonst wäre wahrscheinlich das Duell ziemlich langweilig mit wenig Karten. Im Anime hat es da auch nicht so lange. Oh, Kraftbündnis. Das ist wie eine Fusionskarte. Und die Angriffspunkte des Fusionsmonsters werden verdoppelt, aber am Ende des Zuges kriegt man so viel Schaden wie die ursprünglichen Angriffspunkte des Monsters. Cyber-Enddrache ist deshalb gut, da haben wir den guten Kerl, wenn er ein Monster im Verteidigungsmodus angreift, füge dem Gegner durchschlagenden Kampfschaden zu. Das heißt, mit 8000 könnte ich hier ganz schön viel Schaden machen. Haha. Gut, was machen wir? Das kann ich ja nochmal aktivieren. Ich habe ja meine Cyber-Drachen-Marke drin und kann noch einen Cyberdrachen rufen. Yo. Oh mein Gott, mache ich das? Moment. Ja, ich hätte genug Punkte. Wisst ihr was? Ich mache es. Aber erst muss ich meinen Proto-Cyberdrachen beschwören.
So, jetzt aktiviere ich. Moment. Müssen die Monster auf dem Feld sein? Von deiner Hand oder der Spielfeldseite. Okay, es geht beides. Gut, dann aktivieren wir Kraftbündnis. Und rufen den Cyber-Elm-Drachen auf. Bim, blam, blum. Alle drei Drachen, misch sie rein. Du brauchst Eisen für deine Idee. Tada! Durch Kraftbündnis 8000 Angriffspunkte und durchschlagender Schaden. Auch wenn der jetzt Clayman hat, der würde 6000 Punkte Schaden nehmen. Das heißt, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Es gibt nichts. 1000, 7000 Schaden. Bam! Wuhu! Danke für ein tolles Duell, Zane. So, Zane, was glaubst du? Ich denke, Cyrus wählt gute Freunde, Alexis. Dein Bruder hat richtig gute Fähigkeiten. Naja, zumindest habe ich das Aussehen. Ja, gell, du kleiner blauer Humuckel, ich mag dich. Haha, komm schon, lass uns nach Hause gehen und an unserem Deck arbeiten. Och, da ist hier gute Freunde. Ja, auch wenn einer mal am Boden ist, wenn er schwächt, wenn er betrübt ist, hey, sie bauen ihn wieder auf. Gut, und nächstes Mal, ja, für diesen Part mache ich nämlich jetzt erstmal eine Pause. Die Formel zum Erfolg, der Bastion Misawa gegen, wie heißt der, Chase Princeton. Das ist der, das, ich finde es faszinierend. Ich habe das lange nicht mehr geschaut, aber diese Namen sind mir hängen geblieben, wenn ich jetzt immer im wahren Leben neue Namen kennenlerne und ich habe die dann, hab da länger dann keinen Kontakt mehr zu denen, dann weg. Alles weg. Aber die Namen, die bleiben stecken. Besonders Bastion, Charles Princeton heißt er, glaube ich. Oder nee, nicht Chase, Chaz Princeton. Das kann man sich noch merken, weil der Nachname hat was mit, klingt so ein bisschen wie Prinz und der verhält sich auch wie ein Prinz. Aber wie habe ich mir Bastion Misawa gemerkt? Keine Ahnung. Aber Sie werden ihn kennenlernen, meine Damen und Herren, in der nächsten Ausgabe von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Und wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Bis dahin sage ich hier 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.